Meine wunderbaren Zuschauer, ich wünsche euch ein herzliches Hallöchen zu unserer Kreuzworträtselrunde Tag Nummer 8. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal ohne Umschweife an. Und zwar, ich nehme mal einfach was aus der Mitte. Englisch einmal ist eventuell das. It is once. Yeah, yes, yes, it is once. Low Carb is LC. Ja, once upon a time there was a chemical Zeichen for Radium and it was RR. Yes, it is. And here we have the Abkürzung for Kraftfahrzeug and this is KFZ. KFZ. The doctor is der Arzt. Ja. Das ist richtig. And the Mineral ist diesmal kein Erz. Contra. Könnte auch Anti heißen. Ist auch Anti. Geradlinig könnte linear sein. Ist es auch. Ist es auch. Autoritär. Harsch. Das könnte vielleicht sogar passen. Früchte auspressen. Fällt mir gerade noch nicht ein. Griechische Vorsilbe 4. Ja, ist kenne ich ganz viel aus einer Spielereihe, die ich mittlerweile sehr mag. Mutter des Zeus. Ja, das war die eine da. Aber ich habe keine Ahnung. Ausruf beim Schmerz. Aua. Ladentisch ist mir gerade noch nicht ganz geläufig. Knochenfisch. Ein Knochenfisch. Ist das ein Aal ein Knochenfisch? Ich weiß, das war jetzt ein Räucherfisch das letzte Mal. Aber sonst angelegte Pflanzenreihen sind aber auf jeden Fall Beete. Biete. Bestandteil des Blutes. Sind rote und weiße Blutkörperchen. Wie nennt man die nochmal? Thrombozyten? Nein, Quatsch. Schutzverband für Musikrechte. Das ist die GEMA. Haube beim Fechten. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ein Truppenvogel könnte der Ara oder sowas sein. Oder, ja. Und der Fachvortrag ist dann das Referat. Dann ist das vermutlich wirklich der Aal. Ist der Bestandteil des Blutes? Achso. Drahthaube ist dann wahrscheinlich mit Maske. Ja, dann ist das hier das Serum. Und das geht auch super. Ehemals könnte das sein. Oh, ehemalü. Nee. Peinliches Gefühl. Ja, hatte ich auch gerade. Das war Scham. Als ich das einfach mal so falsch geschrieben habe. Paps könnte auch Papi oder Papa sein. Wissen wir noch nicht. Hautfleck ist ein Mal. Als wär's das erste Mal. So als wär's mein erstes Mal. Nein. Dritte Form von haben. Dritte Form, also was ist denn da? Also ich vermute mal dritter Form Einzahl oder so. So. Augenprüfung, Sehtest. Also ein Bikini ist das hier schon mal nicht. Dünner Pfannkuchen. Ja. Kenne ich mich gut aus mit. Ist mein Themengebiet. Dünne Pfannkuchen. Beziehungsweise muss man vorsichtig sein. Wenn man Pfannkuchen schreibt. Im Osten kommt das nicht so gut an. Oder kommt das anders an. Meistens. Münzvorderseite ist. Was ist denn eine Vorderseite bei einer Münze? Es gibt diese Kopf und Zahl. Das ist noch eine Person, die ich mal kenne.
Wirtschaftsprüfer müsste, könnte, ich versuche mal erstmal. Ja, ich glaube, ich weiß es. Es gibt Diplom-Ökonomen, aber leider ist es kein Ökonom. Schade, schade, schade. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es das gewesen wäre. Klingt komisch, ich weiß. Harsch ist es hier auf jeden Fall dann nicht mehr. Da unten. Ein Mineral Anometer, Manometer. Ich habe gerade keine Ahnung. Aber die Kopfbedeckung ist der Hut. Huch. Der Huch. So. Außerdem weiß ich, dass hier ein I reinkommt, denn das Lösungswort ist Schleife. Städtebund des Mittelalters. Ja, das ist ja natürlich das da. Oder Hansa. Ach so, die Hanse war mehr. Ja, nee, klar, ich verstehe den Unterschied. Die Hansa ist der Städtebund und die Hanse ist dieses, was die halt machen, mehr oder weniger. Sehr feucht ist nass. Auch nicht so schwer. Okay. Dann ist da bestimmt sowas gemeint. Revisor. Oder was? Das Gelände ist dann auch das Terrain. Dann war Rhea die Mutter des Zeus, die Münzvorderseite. Ich habe gerade gar keine Ahnung, tatsächlich. Zeitungslüge ist eine Ente. Das ist ein Kostüm. Ja, das K ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich das probieren wollte, dieses Wort. Uiuiui. Keltern. Es gibt einen Ort, an dem ich das Wort mal überhaupt je gehört habe. So, der Ladentisch ist jedenfalls die Theke. Ja, Keltern. Das ist aus einem alten Michel von Lönneberger Film gewesen. So, autoritär ist dann streng. Ich wollte fast strong eingeben, weil wir hier ja auch schon once hatten. Once upon a time. Offiziell ist amtlich. Easy. Mineral. Anitas? Nee. Anatas? Antra? Also ich habe gerade tatsächlich keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass dann. Andererseits gucken wir mal. Anatas. Bei Anata denke ich an Japanisch tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was Anatas ist. Also, wenn du bei einem bei Ananas ein N durch ein T ersetzt, dann kommst du auf ein Mineral. Habe ich noch nie gesehen, dieses Anatas. Anatas. Bin ich gerade zu doof für. Jedenfalls, wir haben es geschafft und es geht ab zu Nummer 2. Mal gucken, wie das heute aussieht. Ob es schwer ist oder nicht. Wandpapier. Ja, das ist ja einfach noch. Ich versuche erstmal möglichst Fleischgericht. Könnte erstmal alles Mögliche sein. Braten. Verdammt, das könnte wirklich so. Mist. Nicht ein Wort, nicht ein Buchstabe stimmt. Auch wenn ich jetzt einen Buchstaben sowieso falsch geschrieben habe. Wenn der jetzt richtig gewesen wäre, wäre noch lustiger gewesen. Bestimmter Artikel im zweiten Fall. Der des, ja. Des. Französisch Eintritt. Entrance oder so. Der da. Dieser. Klar, passt nicht. Stockwerk ist dann wahrscheinlich wieder die Etage. Oh, Bürge, Bürge, was war ein Bürge nochmal? Ja,
komme ich gerade nicht hin. So, Nachkomme kann der Sohn zum Beispiel sein, aber ist es nicht. Backwerk ist. Huch. Ja, der Nachkomme ist Brot. Nein, das auch nicht. Mensch. Keks? Könnte vielleicht. Tatsache. Jux. Nee, das ist es nicht. Joke. Machen wir erstmal den Monat. August würde passen. Januar würde auch passen. Ich glaube, wir sollten erstmal das. Wir sollten erstmal versuchen, hier irgendwo. Ich habe gerade keine Ahnung, ob das stimmt, aber wow. Gut, dann wäre das wahrscheinlich unser August, weil es sonst keine. Hoffentlich gerade in meinem Kopf gibt es gerade keinen anderen Monat, in dem da ein S vorkommt. Also der Balte ist kein Däne, kein Schwede, kein Finne. Könnte der. Der Este ist es auch nicht. Tü-tü-tü-tü. Mediziner, Mehrzahl. Ärzte. So, haben wir. Ja, Balte, da kommt auch Balte rein, wie man sieht. Nein. Streichmusiker. Cellist gibt es. Violinist, aber das ist alles ja, das endet nicht auf. Ja. So, die Englisch für Krawatte ist tie. This is gonna be a tie. Okay, Blutader ist dann die Aorta. Fischgericht. Nö, ist mir noch nicht bekannt, das Fischgericht. Stadt in Indien wäre ja auch mal cool. Nordamerikanischer Staat. Was ist denn da alles im Norden? Ich habe schon immer gesagt, ich bin nicht gut in Geografie. Und das hat sich auch so weiter. Das ist immer noch so. So, wir haben hier den Eber. Tropische Edelholzart. Machen wir erstmal den Kern hier. Des Pudels Kern. Ist hier. Europäischen Strom, der sagt mir gerade noch nichts, aber. So, Pferdezuchtbetrieb. Oh Gott, was ist denn das denn? Eine. Könnte hier ein I hinkommen? Weiß ich noch nicht. Dienerin. Wird wahrscheinlich die Mai. Magd sein. Genau. Bürger ist der. Der eine da. Erstmal, das Florgewebe ist Samt. Und der da, jener. Ja. Und so, das Federvieh ist dann wahrscheinlich erstmal die Ente. Dann machen wir mal weiter. Harnleiter. Erstmal verbinden. Weiß ich auch gerade nicht. Ein armseliges Haus. Wie heißt denn das? Eine Bruchbude? Nein. Gerade nicht. Leuchtmittel, meinen die damit LED? So. Ach, nordamerikanischer Staat, natürlich, damit ist überhaupt gar kein Bundesstaat gemeint, sondern Kanade. Ja, da. Streichmusiker. Ach Gott. So, Braten war es ja hier nicht, sondern. Roulade ist auch nicht richtig. Ach Gott, was könnte denn da noch so sein?
Delinquent. Meinen die etwa Ta... Das klingt ja komisch. Nee, okay. Delinquent. Ich weiß, was ein Delinquent ist. Das ist jemand, der Böses tut. Täter. Natürlich. Okay. Verbinden. Na, packen wird das nicht sein. Pauken? Nein. Energiezelle ist erstmal der Akku. Gut, dass wir hier noch Wörter haben, in die wir was eintragen können. Übrigens, die fromme Sage ist dann wahrscheinlich die Legende hier drüben. Nachkomme ist Kind und nicht Sohn. Ja, Entschuldigung, dass ich da die Mädels vorhin ausgeschlossen habe. Der Bürger ist dann wahrscheinlich der Garant. Ja, Entrée. Ja, je, oh je, mini. Natürlich. Aromatisches Getränk ist Tee. Mhm. Wir kommen der ganzen Sache schon wieder ein wenig näher. Oh Gott. Was, wie hieß denn das Ding? Der Hahnleiter. Was ist denn eigentlich denn? Karte? Aha. Ah, verbinden ist dann Paaren. Nee. Ich habe gerade Uretai. Ureta? Was? Tatsächlich, ich habe es gerade. Ich dachte mir irgendwie, das eine Wort Uretra. Ich weiß nicht, was das genau war jetzt. Das kam mir nur so im Kopf vor. Ach, der Ulk ist hier gemeint. Dann ist das der Lette. Ja, natürlich. Der Pferdezuchtbetrieb. Geschrei. Nein, das passt gar nicht. Europäischer Strom. Also der Laubbaum wird wahrscheinlich die Ei... Achso, nee, ich wollte Eibe. Aber das B ist ja hier. Der europäische Strom könnte dann die Elbe sein. Ist es auch. Ulme? Huch. Entschuldigung. Ach, das Gestüt wollten die. Ah, jetzt habe ich es auch. Außerhalb. Tatsächlich gerade finde ich das komisch. So, aber trotzdem, wir kommen eigentlich der ganzen Sache schon wieder. Fleischgericht. Ach, das Ragout. Ragout. Natürlich, natürlich. Und ein... Ist Aura eine Stadt? Nein. Amra? Anra? Aira? Aera? Ara? Ich versuche jetzt mich wieder hier ein bisschen durch. Ich habe nämlich keine Agra. Okay. Ah, der Streicher ist der Geiger. Mann, ey. Ach, das hätte ich wissen können. Das hätte ich wissen können. Violinist, habe ich schon gesagt. Und da hätte ich auch sagen können, das ist doch auch ein Geiger. Ach, das geht mir voll auf den Geiger. Dass ich das jetzt nicht wusste. So, außerhalb. Eltern passt da auch rein, aber extern ist gemeint. Ah. Puh. Okay, relativ gut lief es. Heute auch nur in weniger als 20 Minuten wieder für beide Rätsel. Mensch, toi toi toi, wenn das so weitergeht und ich nicht gerade so Worte wie extern habe oder gestüt, bei denen ich ewig nicht drauf komme, oder Geiger, was nur wirklich fast offensichtlich war. Aber Agra hätte ich wieder nicht gewusst, aber auf der anderen Seite hätte ich Geiger dann doch mal gewusst, dann hätte ich hier auch nicht raten müssen tatsächlich. Ja, nächstes Mal, vielleicht.
bei Tag 9 oder bei Tag 10 oder bei Tag 100, wenn es so lange dauern sollte. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, dieses Format wird überhaupt überleben. Ich lerne definitiv immer mal wieder was dazu. Dass ein Fleischgericht ja auch Ragout ist. Ach, da hätte man viel früher drauf kommen können. Ja, ich habe ein bisschen Französisch gelernt. Entrée, blablé. Und ja, Französisch werde ich auch bald brauchen, tatsächlich. Vielleicht, eventuell, ein bisschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und damit verabschiede ich mich auch. Es war wieder mal schön, gut durchgerätselt, schnell durchgekommen. An ein paar Stellen ein kleines bisschen hinterhergehinkt, aber sonst super. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!